Ja, so, der Martin, der Tobi. Ja, willkommen bei Abgefahren. Ja, heute mal ohne Rico, weil wir sind ein bisschen Personal knapp und der Martin kommt endlich. Ja, wie lange hat es gedauert? Zu lang? Ich weiß. Eineinhalb Jahre über dem Ziel, aber wir haben auch viele Veränderungen und Details gehabt und haben uns alles viel, viel schöner gemacht. Also eineinhalb Jahre ist jetzt schon Königsklasse, so viel haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, das Zeitbudget zu reißen. Aber dafür ist was draus geworden, was es auch, wenn ich so mal aus der unternehmerischen Seite sage, was wir zu diesem Preis nie machen könnten. Also das heißt, hier steht was, was deutlich preiswerter ist als ein momentaner 7,5 Tonnen Bimobil-Wagen. Als Schmerzensgeld. Genau, aber wir haben es gern gemacht und es ist auch echt cool geworden. Ne? Der L24 mit Automatikgetriebe. Ich habe ihn gefahren, wunderschöner, weichschaltender ZF-Automat, sehr schön mit unseren LED-Scheinwerfer-Einsätzen. Ich glaube, es ist ein ZF. Also von der Konsole ist es ein ZF. Okay, gut. Also und vom Schalten aus. So haben wir ursprünglich mal so drüber geredet, aber es kann sein, also gebe ich dir recht, du bist also der Fachmann. Die Situation ist, bei denen sieht die Konsole, die sieht aus wie von einem normalen 240D-Pkw bei den LKs. Okay. Und vom Schaltvorgang würde ich behaupten, ist ein ZF und von der Filteranordnung auch, okay. Weil der schaltet butterweich, ne? Und der Allison ist ein bisschen ruppiger, ne? Deswegen war ich jetzt bei ZF. Ne? Okay, aber, gut, alles klar. Ansonsten ist es ein weichschaltender Allison. Auf jeden Fall ist es ein Automat, der da drin ist. Ne? Genau. Gut, wir haben unsere Einsteckskitten wieder hingemacht und jetzt kommen wir auf die Seite. Hier ist ein bisschen Werkstattchaos noch. Also was ja keinem auffällt, ist tatsächlich, Der Peter, grüß auch mal den Peter aus dem Norden an der Stelle, der wird sich freuen darüber, weil ich habe ihm immer gesagt, das geht nicht. Wir haben hier drauf gemacht 395 R20 auf den LK. Ne? Ja. Und wie du siehst, man sieht nichts, weil normalerweise geht es vom Platz nicht. Wir haben das dadurch geschafft, dass wir einfach sehr viele Komponenten modifiziert haben, wie diesen ganzen Bereich des Einstieges, vorne und hinten, um dem Auto mehr Platz zu machen. Das war ja mal ein Feuerwehrfahrzeug mit ganz langer Kabine. Auch beim Einkürzen hat man schon darauf geachtet, dass man diesen Bereich so weit zieht mit den Originalkotflügeln, dass die Schuhe darunter passen. 395 R20. Super. Und damit sieht er, vielleicht gehen wir mal mit der Kamera einen halben Meter noch weg, damit sieht er schon richtig gigantisch potent aus. Wir haben zwei Tanksystem verpasst, das wollte der Martin so. Wir haben auf der einen Seite 300 Liter und auf der anderen Seite, glaube ich, sogar 500 ja. Ne? Oder ein bisschen über 500, weil wir haben die runden Tanks, die runden Aluminiumtanks hier verbaut. Das heißt, extrem viel Tankkapazität und die großen Schuhe und jetzt auch, wir sind ja fertig mit dem Innenausbau, in der Nivellierung so gestellt, dass er also einwandfrei guckt die Linienführung an. Ein Traum. Ne? Habe ich selber noch nie so gemacht. Ja, finde ich jetzt klasse. Wahrscheinlich will es jetzt jeder so haben. Ist halt mal das Laster. Ne? Am Laster. Ne? Ja, was gibt es zu sagen? Wir haben hier ist eine hydraulische Pumpe für den zum Anheben des Fahrerhauses. Ja. Das muss von innen entriegelt werden. Das zeige ich dir dann, wenn wir innen sind. Der Briefkasten hier ist was? Die gehört zu TI Systems. Genau. Ist die Druckluftanlage für die Reifen. Genau, die Reifendruckregelanlage, die ist relativ einfach. Die haben hier eine Schnellkupplung und auf deinem Ventil sitzt so ein Gummipöppel, ne, den könnte man jetzt abmachen und dann kann man die mit einer Schnellkupplung wie im normalen Druckluftbereich einfach verheiraten, um dann den Reifendruck zu regulieren. Das heißt, ich kann sowohl Luft auspumpen mit als auch ablassen. Das heißt, du hast vier Depots mit diesem Deckel und hier mit dem Verschluss, den wir hier immer wieder einhaken müssen. Ne, das ist ein bisschen, das ist immer ein bisschen fummelig, aber es funktioniert, wie du siehst, auch mit einer Hand. Kraftstofftank, der kleinere. Aus diesem Tank entnimmt auch deine Heizung, deine Roma. Ne? Okay. Deswegen gibt es hier ein Warnschild, dass du ein und für sich beim Betanken dass die Heizung abstellen solltest. Ne? Das ist jetzt auch Vorschrift, deswegen haben wir es aufgeklebt. Ja. Ne? Wenn du willst, gibt es noch einen Satz abschließbarer Tankdeckel. Ich halte eigentlich nichts davon, weil die werden nur aufgebrochen und sind auch recht kagelig, aber wir hätten sie da. Hier in dem Staukasten sitzt die 50 Liter Tankanlage. Ja. Ne? Da gibt es einen Schlüssel dazu. Hier findest du den Manometer und hier, wenn du die Abdeckung dann mit dem Schlüssel abnimmst, ist auch eine Uhr drin, ne, eine aussagekräftige, die dich über den Tankstand informiert. Der Tank ist momentan, wir haben die Anlage abgedrückt, wir müssen noch betanken und eine Brennprobe machen, dass wir fertig sind mit der Gasprüfung. Ja. Er ist noch unbetankt auch, ich habe jetzt nicht gewusst mit der Einfuhr, wie wir es machen sollen. Hier ist der Adapter, habe ich dir schon erklärt, für die Fernbetankung, die wir hier hingelegt haben. Das heißt, du hast hier einmal den einen Anschluss, wenn es so passen würde. Und das ist der Euro-Adapter, der geht an den meisten Tankstellen in ganz Europa. Aber normalerweise sonst kann der obere da.
Genau, es gibt Tankrüssel, wie auch immer, die so, also in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass du immer den Adapter brauchst hier. Ne? Okay. Ja, aber okay. Dann musst du diesen großen Tankrüssel draufschrauben, einrasten und musst an der Tankstelle einen Sicherungsknopf halten. Ja. Also wegstehen von der Betankung selber. Ja. Und du darfst nicht erschrecken, tanken, plötzlich ist Schluss, weil der Tank schaltet automatisch ab. Genau, okay. Schaltet automatisch ab. So, wir haben ja hier noch ein Fächchen drüber gemacht. Das habe ich dir schon gezeigt. Ja. Ne? Also so dass ein bisschen nutzen kann. Ja, dass der Teil, also so auch, dass es zulässig ist, weil es abgeschlossen ist. Ja. Ja, hinten natürlich komischerweise die gleiche Reifengröße wie vorne, 3,95. Auch wieder hier mit der Schnellkupplung. Ja. Ne? Hier ein Staukästchen, das die Batterien beinhaltet. Ja. Ne? Da könnte man noch ein bisschen anderes Gerödel mit reinlegen. Passt das sind die Fahrzeugbatterien, ja, die hier auch gesichert sind, weil wir vorne ja sonst keinen Platz mehr hatten und auch den Platz im Fahrerhaus für die Verstauung hinter den Sitzen gelassen haben. Aber wie gesagt, du würdest jetzt immer raten, zum Überwintern oder sowas, dass eben über die Hauptding ich lade. Also und ich fahre mein Auto, wenn es unter Dach steht, lasse ich es immer am Landstrom hängen, weil ich habe ja keine Solarladung. Ja. Ne? Sonst wird es mich kribbelig machen. Ne? So, hier ist dein Stauraum. Hier fehlt jetzt was. Ne? Was fehlt? Aber da haben wir da lang drüber gesprochen. Ich habe da nichts mehr gehört von euch. Ja, ich wollte eigentlich einen Auszug haben. Ne? Einen großen. Im Notfall, wenn du den echt brauchst, rüst mir den nochmal nach. Ne? Aber also weißt du, so ausfahrbar, das war ja so. Der kommt aber dann halt bis hierhin. Ne? Ja, ja. Und so viel, weil die Situation ist halt die, durch die Baupunkte der Kabine und durch die Kabelkanäle hast du halt sehr viel verschenkten Raum unten. Diskutieren wir nochmal, ist was, na? In einem zweiten Schritt dann vielleicht. Na, hier ist dein vollständiges Wassersystem. Ja. Also das heißt, du hast hier die Wasserpumpe, du hast hier einen großen Aktivkohlefilter, der für die Entnahme zuständig ist, also das heißt, der filtert das Wasser, das du entnimmst, Vorfilter und hier zwei Wasserverteiler, sowohl Kaltwasser als auch Warmwasser. Hier gibt es noch eine Eigenhyper 4Wheel24, das ist ein Druckminderer, der, wenn du das Fahrzeug länger stilllegen wolltest und komplett wasserfrei machen willst, kannst du hier Druckluft drauflegen. Der ist voreingestellt auf 2,5 Bar und sorgt dafür, dass wir mit Luft das Restwasser aus den ganzen Leitungen rausblasen. Ne? Wirst du eigentlich in der Regel nie brauchen, denke ich. Ne? Aber ist mal vorgesehen. Ne? Kleiner Drucktank noch. Und was man hier machen muss, ist halt einmal im Jahr, alle zwei Jahre den Filter reinigen. Wenn du das Fahrzeug stilllegst, muss das Wasser hier raus. Also das heißt, den kannst du aufschrauben hier. Ne? Den kannst du runternehmen. Siehst du es? Den, das ist so ein, den hier sitzt, müsste sitzen. Ne? Hier, da ist er. Ne? Da ist er, ja. Und da den ist er. Aufschrauben. Den kannst du aufschrauben oben. Und dann müsstest du, wenn du das jetzt länger stehen lässt, auf jeden Fall das Wasser rausmachen, den Aktivkohlefiltersatz entnehmen. Ja. Und trocknen lassen, weil sonst entwickelt sich da irgendwas, was sich nicht entwickeln sollte. Ne? Es ist auch alles wunderschön beschrieben, was, wo, wie, was ist, wo die Verteilung ist. Ne? Wir haben alles mit dem 10 mm Schlauchsystem gemacht, mit diesen Doppelklemmschellen. Also so wie unserer Erfahrung nach die betriebssicherste Installation ist. Ne? Hier drüben, da hast du nochmal einen Lichtschalter oder eine Steckdose. Ne? Eine Steckdose hast du hier. Drüben ist, glaube ich, nochmal eine Steckdose. Hier ist Licht. Wenn du den anmachst, alles guck mal klar. Hier ist der Berührungsschalter, hier ist dein Licht. Ne? Also der ist mit Berührung von Lumicoin. Ist mein Finger zu trocken, da muss man ein bisschen in Ruhe lassen. Jetzt ging er einem an, weil der hat so eine Verzögerung dann drin, wenn du ständig drauf tippst. Ne? Gasabsperrhahn, Wartungsklappe, um die Truma zu warten. Ja. Na? Und das ist, glaube ich, der Frostwächter. Genau, der Frostwächter. Hier kommen sie nochmal, sollen sie nochmal ein bisschen die Schläuche ein bisschen abputzen. Das ist der Frostkontroll, der sorgt dafür, wenn es doch zu kalt wird, dass die Truma leerläuft und kaputt geht. Ne? Beheizt ist dein Stauraum auch. Ja. Hier ist der zentrale Ablauf für das Wasser, wenn du den ablassen solltest. Okay. Na? Der ist hier drüben drin. Du machst den praktisch da auf und dann... Genau, dann läuft die Brühe einfach nach unten raus. Okay. Ist ja Wasser, kann nichts schief gehen. Ja. Ne? Ja, hier die Anhängerkupplung für deinen Pferdeanhänger. Nee, für das Fahrradregerle. Ne? Ja. Den kann man ja auch noch weiter erweitern, wenn man wollte. Das ist ein Galgensystem, das musst du hier lösen. Und dann kann man mit dem Spanngurt, wenn man die vier Schrauben gelöst hat, das Ersatzrad runterdrehen oder auch mit einem... Das müssten wir aber nochmal üben. Hä? Ja, das müssten wir mal einmal üben. In der Regel kann man es auch üben, wenn man es das erste Mal braucht. Hat bis jetzt jeder geschafft. Ne? Klappbarer Unterfahrschutz, hast du gesehen. Einfach zu entriegeln hier auf beiden Seiten. Ne? Und dann sollte man den einfach hochnehmen können. Ne? Läuft ein bisschen straff. Ja. Na? Können wir noch ein bisschen lösen. Und dann entriegelt der oben wieder ein. Jetzt ist er schon verriegelt. Ne? Okay. So, damit bist du in dem Gelände halt besser mit unterwegs. Ne?
Unsere neue Beleuchtung schon, die hat auch Laufblinker. Ja, hier ist... Du kannst mich da noch zu Sachen fragen, ich mache das nur im Schweinsgalopp, weil sonst unsere Linie zu lang wäre. Ne? Ja, hier ist deine Außendusche, die müssen wir hier aufmachen, auch mit Warm- und Kaltregler. Okay. Also da liegt der Wasserhahn dazu. Ne? Ich habe den, glaube ich, abgeschlossen. Ja, der ist abgeschlossen. Hab den abschließen lassen. Das ist dein Landstromkabel, ja. Original. Und hier ist nochmal, was wir von innen auch gesehen haben, eine Wartungsmöglichkeit, eine Zugänglichkeit, was reinzustellen, ja. Auch um leichter an die Elektrik dran zu kommen. Ne? Und das ist nochmal eine Beleuchtung. Ne? Mal sehen, ob die jetzt will. Jetzt einfach mit dem Finger drauf gehen, ne? Dann geht die ans Gehäuse. Aber du siehst schon, die kleineren haben den so, die größeren mache ich lieber mit dem Taster, weil das so ein bisschen, wenn du das kurze Zeit hintereinander machst, hat er einen Verzögerungssensor drin, damit er nicht ständig an- und ausgeht. Ne? Ja, zur Verstauung, zum Festbinden, wenn du Gurtsysteme machst, die Airline-Schiene, da haben wir dir auch diese Airline-Verzogerer schon reingemacht, die du rausnehmen kannst und auf die ganze Sache verteilen kannst. Ne? Ja. Du musst halt nur ein bisschen auf die Gasleitung aufpassen. Der gute Kerl hier ist... Die Steuerung fürs TI-System. Ja. Ja. Also jetzt hier Druck ablassen, Druck aufbauen. Normalerweise machst du das immer vorher und dann schließt du die Dinger an. Oder wie? Ja, genau. Und du hast hinter dem Gerät einen Absperrhahn, wenn du um die Ecke langst, dann kannst du es komplett wegschalten. Okay. Ja. Und du hast auch hinter dem Gerät einen Anschluss für eine Druckluftleitung. Ne? Okay. Also wenn es darum geht, dass man vielleicht ein Druckluftwerkzeug betreiben wollte, könnte man das hinten am Gerät anschließen. Ne? So, also Minus und Plus ist dann dementsprechend die andere Richtung. Die Luftdruck kannst du natürlich nur dann ablesen und einschalten, wenn du auch Luftdruck im System hast. Also das heißt, System bedeutet, dein Auto hat genug auf dem Kessel. Oder er muss laufen, ja. Richtig. Genau. Ja. Der Kerl hier ist deine Landstromsteckdose. Ja, okay. Ja. Also auch das, wo du jetzt anschließen solltest, wenn du ihn irgendwo abstellst, damit er beheizt ist und die Heizung... Also ich habe es bei mir im Winter immer so auf 7 Grad stehen. Ja? Mhm. Und dann sollte man auch gucken, wenn Wasser drin ist, dass natürlich der Heizungsöffner hier, der steht so auf Leichtofen, auch Leichtofen steht. Ne? Dass der Raum, wo deine Batterien stehen, auch überschlagen ist. Also beziehungsweise der Wassertank. Genau, dass der Wassertank dir nicht wegfrieren du meinst, kann. Du kannst das Wasser dann eigentlich drinnen lassen, über den Winter. Oder was willst du machen? Es ist so, das Wasser wird tatsächlich, wenn es länger da drin steht, so ein bisschen... mockig, ne? Okay. Also das heißt, selbst nach dem Aktivkohlefilter, also ich habe bei mir, ich habe bei mir im Tank Wolframkörbe von einem Hersteller, also mit den radikalen Sauerstoff ausschütten und die hygienisieren dauerhaft. Dann kannst, also wenn ich oute mich jetzt, mein Wasser ist gerade, oder der Rest meines Wassers ist gerade 1,5 Jahre im Tank. Und wenn ich das jetzt aus dem Hahn rauslasse, schmeckt es nicht. Ne? Also es ist wirklich, macht einen guten Eindruck. Aber ich werde die Anlage mal komplett jetzt stilllegen und reinigen, komplett mit einer chemischen Keule und werde die Körbe neu machen. Also es hat viel gebracht, wenn du jetzt wenig fährst. Ansonsten würde ich immer sagen, weißt du, wenn du jetzt Wasser kriegst, lass lieber, wenn es Restmengen sind, mach den Hahn auf, lass es komplett raus und mach Neues rein. Ne? Und auch der Hintergrund, die Leitungen durchzublasen, was ich gesagt habe, hat den Grund, das stehende Wasser in den Leitungen ist auch nicht gut. Ne? Da sammeln sich Bakterien. Ja. Und deswegen haben wir diesen Druckluftanschluss, alle Hähne aufmachen. Einfach mal Luft reinblasen und dann ist das ganze Wasser draußen und dann bilden sich keine Keime in den Schläuchen, ne? Wenn man ihn stilllegt. Ja. Ja. Wie würdest du es dann mit einer zusätzlichen Leitung machen, die du mit einer Druckluftleitung, die du hier anschließt, oder kannst du es rein theoretisch machen? Das könntest du rein theoretisch auch mit dem machen, weil was soll da groß sein? Ja. Ne? Aber du kannst es jetzt wie bei uns in der Werkstatt, ist dann leicht, weil wir Druckluft genug da haben. Ne? Das ist klar. Aber du könntest hier einen Leitungspass rauslegen auf den Druckluftanschluss drüben und dann ging das auch. Da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen mit bei so einem relativ frischen Fahrzeug. Ne? Ja. Ja, die Treppe, die haben wir jetzt erstmal so vorgesehen, man könnte natürlich, wenn man Slide-Out machen, auch ein Treppenfach drunter legen. Ja. Ne? Weil aber die Treppe ist sonst normal, es liegt da hinten. Die liegt da drin, weil es gibt Varianten, da hängen wir es in die Tür. Ja. Bei dem Auto ist es ein bisschen schwer, die da vorne hinzuhängen, weil der Platz nicht ausreicht. Ne? Also das heißt hier schwierig. Ne? Das wird schwierig. Das wird wegen eng, wenn er sich verwindet. Deswegen haben wir die jetzt erst einmal, da musst du ein bisschen gucken, wir machen auch manchmal Halter hinten drauf und dann hast du vielleicht noch eine Idee, wie es besser ist für dich. Okay. Ja, großer Tank hier, nochmal deine 500, gut, ne? Also super solide. Dann ist hier was ganz Wichtiges, nämlich der HUD 300 mit einer zusätzlichen elektrischen Pumpe und mit dem Umschalter, ne? Der selbsterklärend ist. Ich mache jetzt zwar noch einen Kleber hin, aber eigentlich muss ich es nicht, wo ist jetzt, welcher Tank ist jetzt im Betrieb? Der drüben, ne? Und wenn du den jetzt hier willst, machst du den. Ah, okay, so ist es. Der Hebel. So, ja.
Das heißt, auch der ist momentan noch leer und der hat vielleicht 60, 70, 80 Liter drin. Ne? Gut, ich würde jetzt am Anfang mal bloß mit dem Kleinen fahren. Mach den Kleinen voll und mach den dann irgendwann mal voll und dann musst du einfach umschalten. Ja. Dann kann es sein, dass der LKW sich eher mal kurz verschluckt, weil er ein bisschen Luft zieht nur. Ja. Ne? Ja. Aber das funktioniert, weil der Filter entlüftet auch. Ja. Vorteil an dem System ist, du kannst hier vorpumpen und kannst den entlüften komplett. Ne? Also du musst den das Fahrhaus nicht kippen, wenn du den doch mal leer gefahren hast. Ne? Okay. So, das drehst du einfach noch links genau, auf, oder was? Genau, das drehst du auf. Und dann kannst du es nach links auf und dann kannst du pumpen hier. Ne? Okay. Ne? Okay. So, jetzt haben wir ein bisschen Druck drauf. Jetzt kann ich aber von der Seite, ich stelle wieder rüber, weil drüben ist der Sprit drin und hier ist keiner drin. So, du hast beim großen Tank noch einen integralen Catch. Also das heißt, wenn du drunter guckst, da ist so, eine kleine Beule drunter. Ja. Ne? Da ist so ein Einsatz drin, da, aus dem man nimmt, dass du auch im Gelände den Tank relativ weit leer fahren kannst. Ne? Hier gibt es den Durchstieg und hier ist, das habe ich dir oben gesagt, die WLAN-Antenne für die ist hier und da drin sitzt, wenn du drauf gucken kannst, auch dein WLAN-Router. Da kannst du jetzt deine SIM-Karte reinstecken oder dein Netz anpinnen. Ne? Ja. Das haben wir relativ offen gehalten, da kann der Clemens im Nachgang nach unserem Film noch ein bisschen was dazu sagen. Okay. Ne? Ja, guck mal innen, sieht aus wie neu, alles mit neuen Bezügen, alles isoliert, alles verkleidet und hier original funkelnagelneue Vorbild 24 Stoff Sitzchen, ne? Wie aus einem Guss, oder? Ne, ist schön. Ha, super. Ist wunderbar. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ne? Also, das hat echt was. Wir haben es also alles isoliert und du wirst sehen, der läuft auch richtig ruhig für so ein Auto, weil er immerhin der Baujahr 94 oder so ist. Ja, ist Baujahr 94. Ja. Das Stänkchen ist die Stange für die Pumpe hinten. Ne? Also, das heißt, du hast dahinter noch ein. Eine Rettungsweste, ein Verbandskasten, zeige ich dir alles gleich. Auch die Bedienung der Sitze sprechen wir noch durch. Meinst, für welche Pumpe meinst du? Zum Hochpumpen des Fahrerhauses. Zum Fahrerhaus geht genau. Ja, da muss man auch nochmal gucken, da gibt es eine Entriegelung, die zeige ich dir auch. Ja. Weil wichtig ist, dass du nicht einfach pumpst, sondern es muss entriegelt werden. Weil ansonsten kann es passieren, dass das Fahrerhaus sich verzieht, hat man alle schon gehabt. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, Fahrerhaus erst entriegeln und dann pumpen, weil wir haben schon einen Fall gehabt, kriege ich Bilder geschickt, da sagte mir jemand, das Auto hat anscheinend früher einen Unfall gehabt, das wäre ganz krumm. Ne? Da sage ich, was hast du denn gehabt? Ja, ich habe es jetzt in der Werkstatt gehabt und die haben gesagt, das wäre krumm. Und dann habe ich gesagt, die in der Werkstatt haben den hochgepumpt, ohne ihn zu entriegeln. Und dann musst du überlegen, das Hydrauliksystem hat so viel Kraft, das verbiegt das ganze Fahrerhaus. Ne? Und dann habe ich leider so ein bisschen die Eigenart gehabt, dass ich ein bisschen ausgerastet bin, weil ich das sehr umfangreich versuche, immer zu vermitteln, dass das Wichtigste ist, und das merkst du auch, es wird ein wenig schwerer, und dann aber ich meine, das war die Werkstatt in dem Fall, die müssen das ja auch wissen, oder was meinst du? Aber der Schaden ist so groß gewesen, dass das ist nie wieder zu 100% richtig gut hin, weil das ganze Fahrhaus einen Buckel gemacht hat. Mechanischer Fensterheber, toll, ne? Also geht immer, auch wenn die Batterie leer ist. Und was ich ja schön finde an dem LK, das wirst du genießen, du hast hier noch die Verstellung und die ausklappbaren VW-Käferchenfenster. Das ist wie bei meinen alten VW-Käfer. Genau, das heißt, du kriegst immer schöne frische Luft. Ja, wie gefällt er dir? Also ich finde, Steht super da, oder? Ja, was halt nur der Traum ist, dass du wirklich die anderen Reifen drauf machen konntest. Da haben wir ja nochmal drüber diskutiert gehabt. Ja, damit wird er halt schneller. Der war halt original auch, war ja mit der Originalbereifung, ist er nur 95 gelaufen. Und mit der alten Feuerwehrbereifung. Genau, ja. Und mit der Bereifung sind wir jetzt halt so groß, also das heißt gut 20% schneller, dass wir auch in der Reisegeschwindigkeit bei 90 noch im grünen Bereich sind. Ja. Wir sind noch im grünen Bereich, das macht es einfach top. Das ist ja was Wichtiges. Ja, wir sagen jetzt mal an der Stelle Tschüss zu den Leuten, die zugucken durften. Wir machen noch ein bisschen interner, so Kleinigkeiten, Schalter, wie sie innen aussehen. Das würde den Rahmen sprengen. Außerdem muss unser Kameramann ja noch ein bisschen was anderes gerade machen. Wir haben ja noch Leute und Kunden da. Lasst euch gut gehen. Ich denke, der Martin, guck, er strahlt. Ne? Ja. Er strahlt. Alles ist geworden. Gelungen. Alles gut gelungen. Wir sehen uns im nächsten Bereich, beziehungsweise wir sehen uns vorher natürlich noch drin, weil wir jetzt noch nach innen reingehen und uns das Fahrzeug von innen angucken. Bis dann. Tschüss.